Stefanie Giesinger, das Model im Traumurlaub Hinchen. Auf einem Pferd reitet Stefanie Giesinger, 26, durch die Savanne von Namibia, vorbei an Giraffen und einer Herde wilder Tiere. Inmitten purer Natur darf sie dann ein Festmahl zu sich nehmen. An ihrer Seite, ein junger unbekannter Mann. Die einstige GNTM-Gewinnerin kann ihr Glück kaum fassen, schreibt zu einem Video, ich kann meinen Augen nicht trauen. Diese Welt ist unendlich schön. Anführungszeichen. In einem weiteren Beitrag zeigt das Model seine traumhafte Luxus-Lodge, die eine Autostunde entfernt südöstlich der südafrikanischen Metropole Windhoek liegt. Auf der dritten Aufnahme der Bildergalerie hält Stefanie Händchen mit demselben jungen Mann. Beide bestaunen auf Pferden sitzend die Landschaft, die sich vor ihnen wie ein Gemälde ausbreitet. Verständlich, dass es Giesinger die Sprache verschlägt. Den Post kommentiert sie lediglich mit einem rosafarbenen Herz und zwei Emojis, die vor Rührung weinen. In der Podcast-Reihe Plauderei unter FreundInnen, moderiert von Thomas Plauder, spricht Amira Pocher, 30, mit ihrer besten Freundin Bianca Dörflinger über ihre Arbeit und ihre Ehe mit Oliver Pocher. 45. Schnell macht sie klar, dass sie nicht immer nur als die Frau von gesehen werden wolle. Da sie sich eine eigene Karriere aufgebaut habe, die auch schon vor der Beziehung zu dem Comedian vorhanden war. Ohne meinen Ehemann war ich immer noch eine anständig arbeitende, vollverdienende, selbstständige Frau mit einer Wohnung, mit einem Auto, mit allem, was ich brauchte. Ich habe mich immer selbst um alles gekümmert, war von niemandem abhängig und ich habe es selber geschafft. Also warum war ich dann nichts, stellt Pocher klar. Ihre Unabhängigkeit behält sich die Moderatorin bei, sie möchte in Abgrenzung zu ihrem Mann wahrgenommen werden. Schließlich stimme sie auch nicht mit allem überein, was der Komiker mache. Im Podcast führt sie aus, wir teilen meistens dieselbe Meinung. Zu Zeiten der Bildschirmkontrolle haben wir ordentlich diskutiert und er hat sich nichts erzählen lassen. Es war manchmal echt ein Kampf, aber er hat dann auch mal einen Part rausgelassen. Anführungszeichen. Die Eigenverantwortlichkeit für die getätigten Aussagen stehe hier im Vordergrund und offenbar findet Amira nicht alles gut, was ihr Mann sagt. Schließlich müsse er am Ende auch selbst verantworten, was er mache. So die Österreicherin. Trotzdem scheint ihr auch gerade das an ihrem Partner zu gefallen und sie ergänzt, mir ist jemand, der knallhart ehrlich ist, lieber als jemand, der in der Öffentlichkeit schweigt und daheim eine andere Meinung vertritt. Auch wenn sie somit nicht immer die gleichen Ansichten vertreten, scheinen sie sich hervorragend zu ergänzen. Haben Sie die Pro-Minus verpasst? Hier finden Sie die Pro-Minus der vergangenen Woche. Verwendete Quellen: Instagram.com, kleine Zeitung @